Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Wildflowers. Jawohl. Im letzten Part war ja hier so einiges los gewesen. Und zwar hatte uns Oma den Auftrag gegeben, Mondblüten oder Mondblumen zu sammeln. Hier, ne, steht's ja. Wohlgebrühtes Geheimnis. Geh nach Anbruch der Dunkelheit in den Wald und sammel Mondblumen. Das haben wir gemacht. Wir haben auch im Wald noch ein bisschen Holz gehackt und andere Dinge eingesammelt und vor allem eine ganz mysteriöse Entdeckung gemacht. Ja, ja. Und zwar, da wo dieses Dorntor ist, sind ein paar maskierte Leute in Roben und Masken halt wieder durchgelaufen. Unter anderem die Oma selber. Und die wurde als älteste Hesel angesprochen und hat quasi verlauten lassen, dass auch Terra die Gabe hätte und sich vielleicht dem Zirkel anschließen sollte. Also alles ganz, ganz, ganz mysteriös. Und jetzt müssen wir natürlich mal gucken, was denn es damit auf sich hat. Also wir geben der Oma jetzt als allererstes mal ihre Sachen, würde ich sagen. So, warte, ich muss erstmal wieder klarkommen, bei welchem Spiel ich gerade so bin. warte mal, das war das? Ah ja, genau. Siehst du, wenn du keine Energie mehr hast, brauchst du nur etwas essen und schon bist du für eine Weile wieder auf dem Damm. Genau, sie hatte uns auch aufgetragen, wenn wir uns schlapp fühlen, dass wir was essen sollen. Das haben wir im Wald dann auch mal ausprobiert. Viel schlafen musst du aber trotzdem. Selbst meine Kochkünste können es mit einer schönen Mütze voll Schlaf nicht aufnehmen. Okay. Aber Oma, ich glaube eher, dass du dich etwas hinlegen solltest. Ich will nicht, dass du dir die Mühe machst und für mich kochst. Ah, so willst du dir also mein Rezeptbuch erschleichen. War das Sophias Idee? Sie versucht immer einen Blick auf meine Rezepte zu erhaschen. Aber du kannst ihr ausrichten, dass sie in der Familie bleiben. Ich verstecke mein Rezeptbuch im Herd. Da wird sie es niemals vermuten. Na los, probier mal eins aus. Okay. Alles klar. Also, welches magst du am liebsten? Ich finde, das Pilzrisotto ist ein Gedicht. Okay. Gut, Aufgabe abgeschlossen. Das war das Gut Holz. Als Belohnung erhalten wir nochmal dreimal Pilzrisotto. So, Morgenstund hat Reis im Mund. Ah, kaufe Reis und sammle Pilze, um Omas Lieblingsgericht kochen zu können. Jo, Pilze haben wir, aber Reis müssen wir halt noch kaufen. Machen wir. Was hat's jetzt mit dem Ding im Wald da auf sich? Oma, also, können wir darüber reden, dass ich dich gestern Abend mit ein paar Leuten in Masken und Roben in den Wäldern gesehen habe? Ein Gespräch wäre schön, nachdem ich Tee getrunken habe. Oma! Ja, etwas Tee wäre jetzt genau das Richtige. Ein wohlgebrühtes Geheimnis, koche einen Stärkungstee für Oma. Okay. Gut, sie will also erst mit uns reden, wenn sie Tee gekriegt hat. Das heißt, wir quatschen jetzt einfach nochmal so drumrum. Kaum zu glauben, dass du die Farm so lange alleine führen konntest, Oma. Naja, als Robert starb, hinterließ er alles in einer guten Verfassung. Und Thomas war eine große Hilfe. Doch viel wichtiger, ich habe gute Gesellschaft vermisst. Oh, Lina kommt ab und an vorbei. Aber dich hier zu haben, ist so schön, meine Kleine. So, ihr habt es wahrscheinlich mittlerweile bemerkt. Ich lese mittlerweile über den Text, ne, was die da babbeln. Ich hatte euch ja gefragt, habe darauf keine Antwort gekriegt. Und als ich mir jetzt die letzte Aufnahme angeguckt habe, um zu sehen, wie weit wir ja eigentlich gerade sind, ich muss das ja auch mal immer wissen, ne? Und da habe ich gemerkt, dass mir das zu viel Zeit wegfrisst, wenn ich erst den Text laufen lasse mit der Sprache. Dingens, außerdem habe ich die Stimmen so weit runtergedreht, da kann ich sorgenlos drüber quasseln. Das stört eigentlich gar nicht. Wenn es euch aber doch stört und ihr sagt, ach, ihr möchtet die Originalsprachen drin haben, also das Original Vertonte, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare und dann können wir entweder überlegen, ob ich überhaupt vorlesen muss, weil es steht ja alles zum Mitlesen da und ich drücke ja wirklich langsam weiter. Also da müsste jeder Gelegenheit haben, das lesen zu können. Ob ich es dann überhaupt noch nachquasseln muss oder ob wir es dann halt wieder so machen wie vorher, können wir dann sehen. Im Moment mache ich es jetzt so, ich rede einfach mal frech drüber.
Das müsst ihr jetzt einfach die nächsten 3 Folgen aushalten und dann schauen wir mal. So, wir hacken mal wieder ein bisschen Holz, würde ich sagen, weil, wie gesagt, wir brauchen viele Sachen. Es gibt hier noch ganz viel zu tun. Und, ja, ich bin halt so eine Sammelmaus auch. Ich mag das. Und ja, da wir brauchen Pilze. Wir sollen ja noch mal Suppe machen und Krams, keine Ahnung. Heißt, wir gucken mal. Was haben wir auf dem Tag? Donnerstag. So, ja. Okay. Was ich mir auch angewöhnen muss, ich kann hier scheinbar in diesem Spiel speichern. Also, das speichert scheinbar generell. Also, automatisch. Das heißt, ich muss nicht warten, bis ich im Bett liege. Sag ich mal, wie bei Potion Permit oder Stardew Valley, wo es nur in dem Fall dann auch gespeichert wird. Scheinbar speichert es hier öfter und deswegen kann ich da auch mal anders das Ganze lösen, weil es hat mich schon sehr geärgert, dass ich in den ersten Parts das so nicht wusste und dadurch ein paar Szenen verloren habe, beziehungsweise halt diese eine Szene. Die anderen, das konnte ich mit Schneiden nochmal retten. Emma, würdest du bitte Dankeschön das sagen wollen? Und ja, also da kann ich dann ja, anders mit umgehen entsprechend und jo. Ach, mal gucken. So, hier haben wir jetzt erstmal alles soweit eingesammelt. Gibt es denn noch irgendwas zum Sammeln? Warum ist hier ein Baumstumpf? Mit dem kann ich nichts machen. Okay. Da ist noch ein Holz zum Hacken. Oh, wir haben nichts mehr zu essen. Wir haben, sagt sie gleich. Ja, ich bin total entkräftet. Blub. Haben wir denn noch was zu futtern? Ja, wir könnten noch. Komm, dann ess doch noch mal so ein Champignon-Teil. Jam, jam, jam. Dass wir den da wenigstens noch weggehauen kriegen. Und sind wir schon, wir haben wieder ein bisschen mehr Energie. Das klappt doch wunderbar. So, draufhauen und noch mal. Eins passt noch. Jo. Die verbraucht halt auch wirklich verdammt viel Energie bei dem Zeug. Na, den lassen wir jetzt. Das würden wir eh nicht mehr packen. Von der Menge her. Kein Unkraut da, kein gar nichts. Ein bisschen. Ja. Da ist auch noch ein Holzstück. Na gut, okay. Aber das soll es dann jetzt erstmal gewesen sein. Hatte ich gegossen? Jetzt bin ich schon ganz doof. Weiß ich nicht. Habe ich die Felder hier eben gegossen gehabt oder nicht? Ja, ich habe sie gegossen. Okay. Das ist Maria. So, was müssen wir machen? Einen Stärkungstee für Oma kochen. Okay. Dann, da warten wir immer noch auf die Kartoffel. Und da müssen wir Reis kaufen. Ach ja, stimmt. Wir sollten Reis kaufen. Die Champis haben wir ja schon. Wie viel Uhr ist denn? Ja gut, dann abmarsch mal ganz fix in die Stadt. Dann holen wir uns erstmal eine Tüte Reis. Oder 2, 3. Und dann gucken wir, dass wir die Sachen für Oma zubereiten. Und ja, mal schauen, was dann so passiert. Ach Gott, es ist echt. Ich liebe dieses Spiel. Es macht mega Spaß. Ich habe ja momentan auch wirklich wieder das Problem der Probleme. Ich spiele ja die Sachen gerade aktuell auch, deswegen ich sie jetzt angefangen habe auch aufzunehmen. Aber ich muss dann immer warten. Ich kann ja, will ja nicht privat, was weiß ich, weiterspielen. Nee, du sagst mir jetzt nicht, dass heute geschlossen ist. Donnerstag geschlossen. Na gut, ich muss mir diese Zeiten auch mal einprägen. Geh mir Donnerstags. Na gut, okay, ist auch nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Was ich aber sagen wollte, da haben wir eigentlich gerade, wie viele haben wir denn? Moment, mal gucken. Ja, was anderes, das ist das. Und da habe ich nichts. Ich habe gar keine. Auch nicht. Okay. Lassen wir es mal kurz, erhält wenigstens die Zeit an, während ich quassel. Ja, mein Problem ist halt, dass ich am liebsten privat ewig weiterspielen möchte, aber dann würde ich ja doppelt spielen. Das ist dann auch wieder Quatsch. Also habe ich jetzt alles Private gestrichen und muss mich gerade mal überlegen, was ich privat jetzt eigentlich zocke, damit ich nicht zu viel hier vorarbeite. Ist ein bisschen chaotisch gerade, aber ist okay. Und wie gesagt, ich muss ja auch noch Sims angucken, damit ich da endlich mal ran kann dann und ja. Mal schauen, es wird noch, es wird noch. So, jetzt gehen wir erstmal da hinten gucken, was man hier so holen kann. Ah, hat auch ein Ausrufezeichen. Hallo, Bruno Soft. Früher brachte es immer Glück, wenn deine Oma mit auf dem Boot war. Bei der Suche nach Fischen hatte sie die Augen eines Reihers. Aber wie soll man denn Fische sehen, wenn sie unter Wasser sind? Gute Frage. Sie hat dir nicht besonders viel beigebracht, was? Kartoffeln? Hier, nimm diese Rute. Oh,
Halt am Wasser immer die Augen nach den Schatten der Fische offen. Wenn sie so nah an der Oberfläche sind, kannst du sie sicher sehen. Kannst du sicher sein, dass sie Nahrung suchen. Der Kniff ist, sie dazu zu bekommen, an deinem Haken zu knabbern und nicht am Köderfisch, den sie jagen. Und wie stelle ich das an? Du brauchst ein paar Köder. Hier hast du Würmer. Du bist doch hoffentlich nicht zu zart beseitet, was? Du musst deinen Köder auf den Haken spießen und deine Angel auswerfen. Du wirst es spüren, wenn einer beißt. Und dann holst du ihn ein. Moment. Eins nach dem anderen. Wie werfe ich die Angel aus? Da, du kriegst das schon hin. Der See im Wald eignet sich gut, um ein bisschen zu üben. Oder das mal auszuprobieren. Aber pass auf dich auf, hörst du? Geh nicht nach Sonnenuntergang in diesen Wald. Ich hab da Dinge gesehen. Oh ja, wir auch. Naja, du würdest es mir eh nicht glauben. Meinem Otto ging's auch so. Bis er es mit eigenen Augen gesehen hat. Sei einfach vorsichtig und statte mir einen Besuch ab, nachdem du ein paar Mal probiert hast. Nachdem du es ein paar Mal probiert hast, okay. Wir sollen also den Köder schlucken. Bruno hat dich gebeten, das Angeln zu üben, indem du einen beliebigen Fisch fängst. Na, das sollten wir doch wohl hinkriegen. Das machen wir gerne und schon haben wir wieder eine neue Quest. So, was hast du denn sonst noch zu sagen? Ich glaube, dass Linas Kinder irgendeinen Schabernack mit den Türen der Schule angestellt haben. Gestern Abend war sie ganz schön wütend. Hat irgendwas von den Schlössern gemurmelt. Okay. Ja, die Kinder scheinen hier recht pfiffig zu sein. Und was können wir denn bei dir kaufen? Fisch natürlich, ne? Ein Kaulbarsch, 4 Würmer und Rezepte für Fischfans. Okay, ja, wir haben noch nicht genug Geld. Er hat uns jetzt 3 Würmer gegeben, wenn ich das richtig sehe. Die könnten wir natürlich wieder verkaufen, aber dann haben wir ja nichts mehr zum Ausprobieren. Also behalten wir das alles mal schön und gucken mal, wie sich das so angehen lässt. So, also wir können nichts einkaufen, weil heute nicht offen. Hast du Kims Metzgerei schon ausprobiert? Bevor sie eröffnet wurde, konnte man nirgendwo auf der Insel guten Speck bekommen. Jetzt können Kai und ich uns an den Wochenenden ein richtig reichhaltiges Frühstück machen. Ja, das glaube ich dir gerne. Werden wir mit Sicherheit auch noch ausprobieren. Gibt's hier was? Oh, noch ein Ausrufezeichen. Na hallo. Dann lass hören. Was gibt's bei dir Schönes? Genau dich wollte ich sehen. Terra. Wie mich? Ja, hier, bring den zu Hesel. Oh, aber das ist doch nicht Unsinn. Nimm ihn. Deine Großmutter und ich pflegen eine Art Kuchenrivalität. Das ist meine Antwort auf ihren letzten Schachzug. Einen umwerfend perfekten Kai-Limettenkuchen. Oder Ki-Limettenkuchen? Ich backe mit Liebe, aber auch um zu gewinnen. Okay, ich sorge dafür, dass sie ihn bekommt. Sag Bescheid, wie sie ihn findet. Machen wir. Okay, also gibt es hier auch so eine Kuchenbäcker-Runde. Was gibt's denn hier alles? Aha, Apfelkuchen. Oh ja, lecker. Miam, miam. Kaffee können wir kaufen, Sledchips können wir kaufen. Und hier, mein erstes Kochbuch für 40. Überlegung wert. Wir hätten genug, aber ich will erstmal das Geld ein bisschen mehr in Saaten und sowas stecken. Wir können auch unser Essen hier verkaufen. Guckt mal. Für die Champignon-Cremesuppe bekämen wir 50 an Geld und für den Apfelkuchen, den wir jetzt der Oma bringen sollen, 80. Also das ist nicht schlecht. Man kann also auch mit Essen machen Geld verdienen. Dann könnten wir noch Apfelsaft verkaufen. Und was ist das? Ein Bärensmoothie. Da müssen wir aber erst noch wissen, wie das geht. Okay, ach, und hier Karottensaft können wir verkaufen und Blumenkohlsuppe. Wenn wir sie denn schon hätten. Und Kokosreis. Ah ja, und so Zeugs. Fischstäbchen, Traubensaft, oh Gott. Ja, also da geht eine ganze Menge, wie ich sehe. Gut, dann quatschen wir mal mit Kai. Hi. Setz mich mal kurz zu dir. Hey, es ist cool, dass du mit Hesel rumhängst. Als ich den Laden übernommen habe, hat Hesel jeden Tag Schokolade bei mir gekauft. Hab irgendwann erfahren, dass sie Schokolade nicht mal mag. Sie wollte die Leute nur dazu bringen, bei mir einzukaufen. Also ich mag Schokolade. Mich wirst du also auch oft sehen. Haha, cool.
Ja, supi. Also Hazel muss hier echt eine taffe Lady sein. Das müssen wir mal so bemerken. Was haben wir denn jetzt noch? Ah, komm, wir gehen mal bei Amira rein und gucken, ob die was hat. Ne, die hat nichts gut. Die quatscht einfach nur mal so. Wie läuft es auf der Farm? Wirst du schon mit neuen Aufgaben überschüttet? Es gibt gar nicht so viel zu tun, um ehrlich zu sein. Die Farm wirkt viel kleiner, jetzt wo ich erwachsen bin. Wart's mal ab, Mädel, das wird noch. Als ich herkam, hatte ich auch nicht erwartet, viel arbeiten zu müssen. Aber Pflanzen und auch Menschen wachsen, verändern sich und werden schwächer. Hm? Es ist sehr zeitaufwendig, sich um sie zu kümmern. Das stimmt. Da hast du absolut recht. So, dann, was haben wir jetzt zu tun? Wir müssen immer noch das machen, wir müssen das machen, wir sollen angeln gehen. Ach, wisst ihr was? Wir gehen jetzt als nächstes mal angeln. Gehen wir in den Wald, es ist schon Nachmittag und, ja. Gehen wir doch mal in den Wald und gucken, ob wir ein bisschen Fisch angeln können. Dann können wir nämlich die Aufgabe auch wieder abschließen und, ansonsten haben wir heute nicht so viel zu tun. Oh, wie schön er da kehrt und die Kiddies. Ach ja, nee, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Und Mieze, für die habe ich immer Zeit. Die muss sein. Hallo Katze. Oh, Schnur. Ich vermisse das Schnurren meiner Katzen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und überhaupt die ganzen Streicheln und Knuddeleinheiten und alles. Ja, ja. So ganz ohne ist es schon ein bisschen traurig manchmal. Aber es hat auch Vorteile, wie sich gezeigt hat. Alleine im Sommer lüften. Keine Katze, die aus dem Fenster gekrabbelt wäre und auf dem Dach gelandet oder sonst wo spazieren gegangen wäre. Das war schon nicht verkehrt. So, da ist ein Zeichen. Guckt mal, da gibt's Fisch. Da probieren wir das jetzt mal. Angel auswerfen. Und? Ah, und einziehen. Was ist das? Ein Saibling. Ein gepunkteter Fisch, der in der Nähe des Waldes vorkommt. Ein häufiger Fang. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Ist eklig. Eklig, okay. Wollen wir nochmal? Nee, die sehen auch so aus. Wenn die großen Schatten noch da gewesen wären, hätte ich gesagt, mach nochmal. Aber wir gucken erstmal, ob wir hier noch was sammeln können. Oder so. Da ist nochmal ein Angelplatz. Na gut, probieren wir hier nochmal. Wir haben ja einmal einen Dreiköder. Was ist das denn? Ich möchte diese Flaschenpost haben. Oh ja. Nee, lass los. Ich will Flaschenpost. Kann ich auf die Flaschenpost angeln? Da ist der nächste am Arken. Nee, den will ich auch nicht. Gib mir die Flaschenpost. Bitte, bitte, bitte. Ja, sie senkt sich. Ja. Ich will wissen, was da drin ist. Ich bin neugierig. Das sieht nicht wie ein Fisch aus. Es ist ein Rezept. Jawohl, neues Rezept gelernt. Dies kann jetzt in deiner Küche zubereitet werden. Poke Bowl. Aha, hurra, jo, fein. Apropos, ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Aber Leute, ey, ich bin's überhaupt nicht mehr gewöhnt, aufzunehmen und auf Zeiten zu achten beim Spielen. Das ist schlimm. Wie lange sind wir denn jetzt schon dabei? Keine Ahnung. Also, es könnte sein, dass das wieder eine etwas längere Folge wird. Ah, du bist entkräftet. Oh ja, okay. Ja gut, dann lassen wir es mal heute dabei. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir haben immerhin einen Fisch gefangen. Das war ja, glaube ich, auch schon das, was Bruno von uns wollte. Dann belassen wir es jetzt da dabei. Gibt es noch irgendwas Schönes zum Sammeln? Mondblumen? Ne, Pilz. Aber Pilz, Pilz, Pilz. Komm, den nehmen wir mal mit. Und das war's dann auch, oder? Ja. Okay, das war's dann auch. Dann gehen wir wieder nach Hause und gucken mal, ob wir ein bisschen was kochen können. Morgen hat dann auch der Laden wieder auf. Dann können wir Reis kaufen für das Reisgericht, was wir da haben. Ja, wird schon. Oh, Julia, die ist immer ziemlich spät unterwegs, ne? Ach, ich wollte mal was wissen. Hier, gibt's da schon was? Ich wollte nicht mit Julia quatschen, Mensch. Hey, meine Mama hat erzählt, dass deine Oma krank ist und du deshalb hergekommen bist. Ja, ich bin hier, um mich um sie zu kümmern. Wie nett von dir. Als meine Nonna krank war, habe ich sie auch in Italien besucht. Naja, eigentlich war sie die Nonna
von meinem Vater. Sie hat sich bestimmt sehr gefreut, dich zu sehen. Ich kann es nicht wirklich sagen. Ich kann kein Italienisch, habe also kein Wort verstanden. Oh Gott. Wenigstens sprechen du und Hazel die gleiche Sprache. Ja, da ist was dran, da hast recht. Also ja, okay. Gut, gucken wir uns das mit dem Ding da an Anna mal an. Solange Juliet da steht, drücke ich wahrscheinlich eh immer auf sie. Und wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen nach Hause, bevor das Ding hier sagt, ist nicht und ich falle wieder um. Ich liebe es ja in diesen Spielen immer umzukippen, weil ich die Zeiten gerne mal missachte. So, jetzt gucken wir aber erstmal, was unsere Omi sagt, wenn sie denn da ist. Sie ist da, okay. Also, wir sollen einen Stärkungstee kochen und so ein Riesel. Was können wir denn überhaupt machen? Zucker könnte man machen? Wie denn? Ah, Zuckerrohr macht Zucker, okay. Da können wir so... Ah, guck mal, wenn wir jetzt Reis hätten... Könnten wir mit dem Fisch sogar schon was kochen? Sushi. Also, Sushi kocht man ja nicht, aber was ist Poke Bowl? Ah, auch Fisch? Was ist das? Moment, ich muss gucken. Reis, Ananas bräuchte man und Chili. Ich finde das so schön gemacht, wie das hier alles angezeigt wird, was man so braucht. Das ist echt cool. So, Kokosreis. Da brauchen wir halt Kokosnuss und Reis dafür. Okay. Und Blumenkohlsuppe, da braucht man Blumenkohl, Milch und Kartoffeln. Mhm. Das Ding hier, Karotte, Chili und, was ist das? Zimt, glaube ich, ne? Zimt, ja. Das wollen wir aber alles nicht. Fischstäbchen, da brauchen wir Mehl noch. Fisch und Mehl. Brot backt man mit, oh Gott, was ist das? Mehl und Hefe? Ah, ja. Ah, Stärkungstee, da ist er doch. Ah, den können wir sogar so machen. Ey, cool. Also, da braucht man, warte, eine Distel und die Mondblume. Damit kann man Stärkungstee machen. Tee machen. Machen wir mal. Bärensmoothie. Was braucht man hier? Brombeere, Blaubeere, Erdbeere. Okay. Sonst noch was? Nee, das war's. Mehr können wir gerade gar nicht machen. Jo, Omi, guck mal. Ich habe hier deinen Tee. Kannst du uns jetzt endlich mal verraten, was Sache ist? Oh, mein. Uiuiui. Dein Tee hat es aber in sich. Hier hast du den Kellerschlüssel, um den du gebeten hast. Aber die vermummten Fremden. Geh nach unten, mein Schatz. Es wird sich alles aufklären. Versprochen. Okay, ein wohlgebrühtes Geheimnis. Deswegen wahrscheinlich gebrüht, weil wir ihren Tee kochen mussten. Schau nach, was unter der Falltür unter dem Teppich ist. Okay, wie viel Uhr haben wir denn? Ja, es ist noch okay. Wir gucken. Ich bin neugierig. Ich will nicht warten bis zum nächsten Tag. Lass uns direkt gucken gehen. Was ist da unten los? Omi, warte. Ich will gucken und staunen. Okay, jetzt habe ich mehr Fragen als Antworten. Ist das ein Kessel? Nicht einfach irgendein Kessel. Es ist dein Kessel. Was? Ich bin doch keine Hexe? Ach, meine Liebe, genau das bist du. Keine Laien könnte beim ersten Versuch so etwas brauen. Ich fühle mich so frisch wie vor 50 Jahren. Der Keller ist dein Heiligtum. Du hast natürlich einen Kessel. Moment. Ist Papa ein Hexer, ein Zauberer oder was? Arthur? Nein, meine Kleine. Er ist eher gewöhnlich, muss ich zugeben. Ich habe den Funken der Magie in deinen Augen gesehen, als ich dich das erste Mal gehalten habe. Ich wusste schon immer, dass aus dir eine außergewöhnliche Hexe wird. Aber der Hexenzirkel braucht einen Beweis, bevor er dich akzeptiert. Hexenzirkel? Ja, die Leute im Wald natürlich. Die Dornenmauer ist verzaubert. Wir brauchen einen Zauberstab, um sie zu öffnen. Das ist ganz schön viel Information auf einmal. Ich verstehe, meine Kleine. Wenn du bereit bist, lies diese Zauberformel vor der besonderen Silberweide im Wald. Dann hast du einen Zweig, aus dem du deinen ersten Zauberstab machen kannst. Okay.
immer noch zum wohlgebrühten Geheimnis gehörend, spricht die Zauberformel, die Oma dir gegeben hat, während du im Wald neben der Silberweide stehst. Ich schätze, das ist dieser eine besonders große Baum. Oma sagt, das wäre mein Kessel, aber ich sollte lieber warten, bis ich gelernt habe, wie man ihn benutzt. Ja. Was ist das jetzt hier noch? Mal gucken. Ah, da kann man Sachen herstellen, eine Distille und Mörser und Stößel. Okay. Ah, da braucht man Kupfer und Krams und da auch. Also vor der Mine können wir hier nichts machen sonst. Na fein. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen und verdauen diese ganze Geschichte hier. Ich lege mich ins Bett, warte auch, dass der nächste Morgen beginnt, ohne dass irgendwas passiert. Nicht, dass ich wieder mittendrin die Aufnahme unterbreche. Ja, lassen wir sie noch auch wach werden und dann werde ich aber auch diese Folge erstmal beenden. Guten Morgen. Süß. Aha. Gut, dass ich es diesmal so mache, ne? Oh, gut, du bist wach. Ach, herrje. Der Bürgermeister hat heute Morgen eine Versammlung einberufen. Wir sollten schauen, dass er dieses Mal für einen Wirbel veranstaltet. Glaubst du, es gibt irgendeinen Ärger? Ah, hoffentlich nicht. Aber das werden wir schon rausfinden. Na dann mal los, Oma. Mir nach. Okay. Das interessiert mich nicht die Bohne. Folge Oma ins Rathaus zu einer Versammlung. Okay. Ich denke, das werde ich auch machen, aber, Leute, ich speichere jetzt erstmal, beziehungsweise ich sage jetzt erstmal Tschüss, so, und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und gucken, wie es da weitergeht. Also, bis dahin, macht es gut, tschüss!